Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Und ja, die Nacht ist um. Ich hoffe, dass es jetzt funktionieren tut, weil ich habe jetzt so umgestellt. Und ich habe jetzt das Problem, die fangen schon wieder an, bei mir unten zu bauen. Das ist ein Traum, ist das. Gut, wir werden uns jetzt schnell mal was zum Trinken schnappen. Nee, wir werden erstmal ein bisschen unser Inventar leer machen und dann werden wir uns was zu trinken schnappen. Dann werden wir uns auf den Weg machen. Ich habe es doch ein bisschen anders überlegt. Also wir werden jetzt noch ein bisschen spazieren. Also ich sag mal so bis zum 10. Dann werde ich die Zeit wieder ein bisschen runterdrehen. Und zwar ein bisschen entschleunigen. Quasi auf 1, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Dann werde ich quasi den Rest ein bisschen buddeln, ein bisschen fertig machen und so, ne? Ich glaube, Tag 12 ist ja dann die Horde. 2 Tage sollten eigentlich reichen. Wenn nicht, dann werde ich mal richtig kräftig auf den Arsch fallen. Kann man mal machen. So, warte mal. Neben Blumen. Klappe. Kleinen Moment. So, und da bin ich auch wieder. Ja, war wichtig, aber ist alt geklärt, war familienmäßig, aber da muss man dran, ne? So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Achso, erstmal ein bisschen hier ausleeren, ne, und ein bisschen was einpacken und dann ist es gut. Das werde ich mitnehmen nach uns. Ja, und eine Kiste drin und dann ist es gut. Ja, so machen wir das. Dann werden wir auch keine Zeit weiter verschwenden. Warte mal, Essen habe ich hier noch mehr bei. Nitrat kann noch mal hier hin und dann... Oh Mensch. Und dann brauchen wir eigentlich bloß trinken. Jo, das war's. So, wir werden spazieren. So, warte mal, die Funze, die muss aus. So, und ich habe dran gedacht, ich habe die Auflösung zurückgestellt, also quasi theoretisch neu eingestellt. Ich hoffe, dass das jetzt so funktionieren tut. Auf jeden Fall dürfte jetzt drin dann für mich auch ein bisschen schneller gehen. Also ich habe ja heute quasi, das ist jetzt die zweite Aufnahme. Also quasi habe ich noch 2 Aufnahmen, die ich rendern muss mit 4K. Runterskalieren. Weil... Ja, das ist besser. Egal. Und die neue Folge, also jetzt, die quasi, müsste wieder ganz normal quasi rufen. Halt, trinken. Ja, ja, daran habe ich gedacht. So, warte mal, den können wir doch eigentlich... bitte... erstmal wäsch. Alle holen bei der Arbeit... ist nie gut. Erzähl doch mal den Leuten auf dem Bau. Ja, ja, ich weiß. Schön. So, jetzt werden wir schnell, warte mal, eine Kiste bauen. Die reicht da drüben aus. Dann springen wir schnell oben rein. Machen unsere Taschen soweit leer. Wie gesagt, den Hammer und so brauchen wir ja nicht. Und das ganze Baugelump nicht. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir uns Platz aus und dann ist es gut. 2 Tage. Also ungefähr 2 Tage spazieren gehen. Beziehungsweise 1 Tag oder 2 Tage. Das reicht aus. Wir werden schon irgendwas finden, dass ich mich schon wieder in den Hosen kacken werde. Komischweise kommt mir das jetzt so vor, als ob es mehr ruckelt. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Hier, ich habe nichts eingestellt. Ist genau dieselbe Einstellung wie letztes Mal. Ich habe echt jetzt bloß den, das Aufnahmeprogramm gesagt, es soll nur noch in Vico HD aufnehmen. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich sage ja, die spinnen die Römer. Na gut,
Nun gut, vielleicht wird jetzt gerade eine Horde gespawnt, die so extrem groß ist, dass der Server, also mein Rechner, das nicht abhaben kann. Quasi eine Ein-Mann-Horde und dann alles Arsch. Warte mal, wir können doch eigentlich theoretisch das vernünftig machen. Wir könnten auch, nee, das ist falsch, eine Leiter, Treppe machen. Aber nö. Der Phänomen der Schräge muss reichen. So. So. Oh, Alter, das ist der Sound. Ich habe gerade gedacht, hinter uns sind schon wieder Zombies. Da zucke ich zusammen. Da kriegt meine Spider-Man-Sinne auf den Nacken. So. Hui. Es reicht. Oh, schön. Schön, schön. Dass mal was funktioniert tut, aber ob die die Frage ist, ob es denn auch unter Stress funktionieren tut. Das glaube ich nicht, Tim. So, darin. So, das brauchen wir nicht. Wäsch, wäsch, wäsch. Wäsch, 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 wäsch. Wäsch, Vibe. Das werden wir noch schnell reparieren, alles. Die Hülsen, warum habe ich die noch in der Tasche? Hatte ich mir irgendwas gesagt von ausleeren? Naja. Gut, die nehme ich mit, falls wir uns irgendwo rausbauen müssen. Das auch. Achso, das brauchen wir nicht. Und den Hammer brauchen wir nicht. So. Den Rest... Nein, die Fackeln auch nicht. Das ist auch noch ein Platz frei. Die Bandagen... Das reicht doch, wenn ich eben mal Bandagen mit bei habe, die reichen aus und das Hilfspaket hier. Die brauchen wir nicht. So. Ja. So würde ich mal sagen, reicht das aus. So, wir machen mal kurz die Map auf. Scrollen ein wenig hoch. Und sehen, ach du Scheiße, muss ich bald laufen. Hier ist Grenze. Hier brauchen wir nicht hin. Tot. Wegen Verstrahlung. So, wir können jetzt quasi hier weiter versuchen. Aber hier ist auch schon Ende. Seht ihr da die Kante? Da können wir uns dann gleich die Kante geben. Wir können einfach mal hier so quer aus... querbeet durch. Und einfach mal hier lang gehen. Ohne Auto, zu Fuß und so, weil, ja. Mehr Action. Ne? Halt mir gedacht. So, warte mal, schnell abschließen. Ist ja keiner zu Hause. So, hui. Das hat auch funktioniert. Dann machen wir das noch ein bisschen breiter. Ah, ne, ja, passt schon, passt schon, passt schon. So, wir müssen da lang. Munition verschwenden. Ach, wir gehen nochmal schnell hier unten drin, weil Tresore und so, ne? Inventar voll. Ach du Kacke, hier ist ja auch noch was drin. Jo. Muss aber jetzt nicht. Dann werden die doch hier auch gespawnt sein, ne? Hallo. Ich wusste, da ist ein Piral. Da ist nicht bloß einer, da ist ja auch hier. Soll und Daten. Und noch ein Feral. Hallo. Mr. Vegetable. Und hör auf zu spucken. Das ist unangenehm. Ich rotz dich doch auch nicht an. Alter, und die sollten sich mal ölen. Das klappt. Ich hab den explodieren lassen, ich Held. Hui. Da ist ja noch jemand. Moment. Ich komme. Danke. Sehr, sehr liebenswürdig. So, jetzt ist die Frage, ist da oben noch jemand? Hallo? Hallo? Jemand da? Nee? Okay. Also hier ist halt leer. Ich glaube, hier waren wir schon drin. Nee, doch nicht. Munition.
Juhu. Schön, 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 schön. So, Metall, Nitrat nehme ich jetzt nicht mit. Beschleer. Das ist mir eine Lehre. Moment mal. Sag mal, den haben wir doch letztes Mal kaputt gekloppt, oder? Ich hab doch gesagt, hier passieren ganz komische Sachen. Aber hey. Nun gut. Hat sich doch fast gelohnt. Warte mal, wir werden nochmal schnell, nur hier vorne eine Kiste. Da müssen wir aber wirklich dran denken, dass wir das später dann mitnehmen, ne? Hat ja auch bei den anderen so gut funktioniert. Naja. Er war stets bemüht. So, das weg. Das können wir mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Schurze brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und ab jeder Tapeta. Das ist mir. Ja, scheiß drauf. Kommt mit. So, da oben ist auf jeden Fall einer. Der hat's aber nicht gescheckt. Aber ich will auch nicht, dass er uns auf den Kopf fällt. Uns wird der Himmel auf den Kopf fallen. Hey. Schöner. Nee, das hört sich falsch an. Wenn ich jetzt sagen würde, schöner Sack, nö. Das lasse ich mal lieber. Das ist eine falsche Assoziation. So, Blei. Warum habe ich das jetzt auseinandergenommen? Naja, vielleicht finden wir normale Blei und dann brauchen wir das nicht, ne? Sparen wir uns einen Platz. So. Wie kommt mein Holz? So, da ist nichts drinne. Ist ja deprimierend. Und hier ist das Stadtbiom. Das bringt uns nichts, denn das sind die hier aus Metall. Aber wir können ja mal gucken. Hallo. Metall? Will ich nicht. Pullerwasser. Pullerwasser, dafür habe ich immer Platz. So, das ist ein Stein, das sah aus wie eine Tasche. Natascha. So, Blei, Eisen, Eisen. Platz gespart. So, so. Könnten Sie sich beeilen? Wir haben keine Zeit. Jetzt? Immer noch nicht. Der ist wie eine Lokomotive. Der braucht immer ein bisschen, ne? Und zu spät. Warum rennt denn der nicht? Moment mal. Also irgendwas... Hier stimmt doch was nicht. Eigentlich müssen die rennen. Wie gesagt, ich spiele ja, dass sie eben halt rennen. Das ist mir jetzt ein bisschen komisch. Hä? Minions? Wo? Gut. Aber die anderen Zombies sind doch hier ran. Das ist merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und warum hat mein Charakter schon Villa duscht? Der bringt mir noch zum Verzweifeln. Ups. Und da war er schon Villa. Ich habe vergessen, die Uhr zu aktivieren. Naja, dann ist es eben halt so. Ist meine Schuld. Muss ich mit leben, ne? Naja. Und außerdem habe ich Villa vergessen, genau. Entschuldigung. Hab meine eigene Schlucker verschluckert. Oh, Entschuldigung. Ich muss doch eine Strichliste führen, weil wie gesagt, ich nehme ja im Voraus auf.
Ich werde ja, wie gesagt, am 20. kleinen Besuch im Krankenhaus haben. Und der dauert 7 Tage. Plus das, was ich jetzt noch aufnehmen muss für den Zeitraum. Und das standardmäßig. Ja, das sind 12 Folgen, die ich aufnehme. Wie gesagt, ich möchte ja, dass ihr quasi theoretisch für den Zeitraum genug Stoff habt. Ja, ja. So ist mein Plan. Also muss ich mindestens, wie gesagt, auf 12 Folgen kommen. Beziehungsweise ich will das ja auch. Aber so kann ich sagen, ihr seid schuld, quasi theoretisch, und ich kann meine Sucht befriedigen. Haha. Win-win. Nein. Aber es macht mir Spaß, aber so kann ich sagen, ne, quasi zwei Paar Schuhe, die zusammenpassen. So, warte mal. Hier waren wir eigentlich noch nicht drin. Wir waren da hinten im Sägewerk, aber hier waren wir noch nicht drin. Das heißt, hier sind noch Kisten. Da möchten wir doch mal schauen, ne? Hallo. Ich da jemand... Da waren wir noch nicht. Seht ihr, da, die Tür ist ja noch zu. Das heißt, hier sind Eiszombies und Spucker und... Und zwar 1, 2 Stück. Aber wie gesagt, wir versuchen... Ein bisschen mit Pfeile und so, ne? Und dann zum Schluss Denkwurf. So war mein Plan. Es sei denn, die rücken mir auf die Pille. Dann kacke ich zusammen. Und dann ist Kacke. So, der leuchtet mit der einen Augen. Der muss den dunklen Jut lesen können. Jetzt nicht mehr. Ich sah ja die normalen. Ich hab doch den hier vorne getroffen. Gut. Ist das geklärt? Immer noch nicht? Jetzt? Bist du sicher? Ja, danke. Schön. Ich möchte gerne meine Pfeile wieder haben. Danke. So, aber das waren noch nicht alle, oder? Ich kann nicht annehmen, dass das alt war. Auf keinen Fall. Ich kann noch nicht annehmen, dass das alt war. Ach, die lagen bloß hier rum. Die waren ja nicht von hier drinne. Hallo? Könnt ihr mich mal bitte aufmachen? Danke. Sehr, sehr liebenswürdig. Oh, das ist so, ja. Ihr Glühwürmchen augenmäßig. Hallo. So, Knüppel aus dem Sack. Kriegst du ihn auf den Sack. Naja. Reiben war nie meine Stärke. Aber da habe ich auch nicht behauptet. Haha. So, da hinten ist einer. Da ist eine Tasche. Hallo. Die Melodie macht er gerade nicht interessanter schon, aber nicht besser. Hallo. Huiuiuiui. Falsche Richtung. Links, rechts, geradeaus. Tschüssi. Alter Falter. Leicht die Orientierung verloren. Aber ihr rettet. Tettettet. Wer kommt zuerst, der hat das Problem, dass er die Pfeile abkriegt. Haha. Dürfte ich mal? Danke. Da war doch einer. Ich wollte gerade sagen, hat er sich bis hierhin verirrt? Hey. Schön, schön, schön. So, die Lampe, die kann natürlich weg. Das Blei auch. Alter, unser Inventar ist schon wieder fast voll. Okay. Der ist weg. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass er schon oben runtergefallen kommt. Und das wird es. Und tschüss, ich bin weg. Bye, bye. Ist euer Haus. Ich hab's verstanden. Und Kotzer war auch da. Hab ich doch gesagt. Auf jeden Fall hat's hier blubbert. Da ist er. Er ist verwirrt. Okay. Da ist der Spucker. Er ist auch verwirrt. Gut, jetzt werde ich aber mal den Ballermann auspacken, weil... Die können nämlich Stress machen und explodieren und so. Das ist uncool, das mag ich nicht. Hui, 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 hui. Da ist ja noch einer.
Du Drecksau. So was gehört sich nicht. Action! Keine Munition, Kacke! Ja, könnten Sie mal bitte warten? Danke. Warten. Also ich kann doch nicht unter Stress, das geht doch nicht. Mensch. Kruzifix. So, jetzt dürfte aber jeder mitgekriegt haben. Hallo. Ich bin's, der Korbisum. Ich bin's. So, warte mal, die Brille machen wir clean. Das ist nämlich Eisen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er versteckt ist. Haha. Du Nasenkacker. Komm her. Ich tacker dich an der Wand. Hä? Hab's gehört? Da pennt nur einer. Sehr eichelartig. So, der ist doch bestimmt hier drinnen. Da ist ein Koffer. Hu, ha, hula. Nö, hier ist nichts. Denn ist das oben. Kommen wir mal nach oben. Hallo. Da, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Jetzt nicht mehr. Der ist hoch weg. Hui. Du bist aber schnell, aber auch verwirrt. Hallo, kommen Sie hierher? Danke. Schrei mir nicht an. Das ist nicht meine Schuld. Uiuiui, ui, ui, der ist aber schnell. Kommen wir ihn hier hin und dann warten wir. Denn da. Und denn da. Hä, wo ist denn der? Da unten, guck mal da. Wir warten, wir sind ja nett. Er braucht seine Zeit. Er braucht seine Zeit. Er schafft es von alleine, seht ihr? Hallo. Wenn der jetzt auf der Seite will, er raus. Ist komisch, aber cool. Ach, er hat's geschafft. So. Nüscht. Oh, da ist ja noch einer. Ja, ist doch gut. Schrei nicht rum. Das hört sich nicht. So, hier ist nüscht. Ist hier vielleicht... Ich wollte gerade sagen, Piepmatz. Aber das ist eine Tasche. Lohnt sich das? Hey, da ist Wasser drin. Okay, 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 okay. Das dürfte nichts sein, ne? Das wäre ein bisschen komisch. Weil sonst würde ich ja draußen hängen. Naja. Naja. Das ist nicht gut. Und pass auf, da steht jetzt einer hinter. Hat sich doch was bewegt, oder? Ich trau die Scheiße nicht. Ich komm da rein und dann spawn was und wir kriegen ihn auf den Sack. Nö, doch nicht. Hm, clever. Wir hätten nur von hier rinkriegen können. Hallo, ist da jemand? Naja. Wie gesagt, die Mühlen arbeiten manchmal langsam. Hey, Pfeile. Na toll. So, hier ist nichts. Blei. Und Drogen. Hey. Ich meine, hey, Drogen. Nein, Spaß.
Ein bisschen Spaß muss sein. So, das werden wir mal gleich clean machen. Aber erstmal will ich hier einen Speedy Loop machen. Gut. Ich würde mal sagen, das clean machen, weg. Farbe nehme ich nicht mit, Kaffee nehme ich nicht mit. Und mache ich auch clean, weil ist Vollstack. Brüch mal Zeit. Du bist hässlich. Wie Sonne. Nee, Sonne ist schön. Du bist aber trotzdem noch hässlich. So. Oh, oh, da war ein Rotzer-Kotzer. Schob dich gesehen. Nagelkissen-Karabin. Oh. In den Kopf. Und schon wieder nüchtern. Seht ihr? So. Papier brauchen wir nicht. Ja, ein Rezept brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wie gesagt, wir haben ja unsere alten Rezepte noch nicht mal weg, ne? Das war alles? Dafür sind hier 3 Zombies drin gewesen? Wow. Kann man mal machen, ne? Gut, hübsch, hübsch. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt erstmal was trinken. Ich hoffe, ihr trinkt jetzt auch was. Und dann sehen wir uns quasi morgen wieder. Macht euch einen schönen Tag. Euer Kabin. Bis dann. Bye, bye.